Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Fidelio Incident. Ja, wir sind abgestürzt mit dem Flugzeug. Unsere Frau ist vorher von uns, ja, gerissen worden, würde ich jetzt mal sagen, weil das Flugzeug auseinandergekracht ist. Wir haben es auch gesehen, wie sie abgestürzt ist. Wir haben scheinbar Kontakt aufgebaut mit ihr und sammeln nach und nach Dokumente ein aus dem Tagebuch. Und seltsamerweise sind dort Hinweise versteckt, die uns hier beim Gang durch Island, also Island, behilflich sind. Ich habe so eine Theorie. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich habe eine Theorie, dass das alles Sinnbilder sind. Wir sind geflohen. Scheinbar sind wir nämlich vor irgendetwas geflohen und dabei getrennt worden. Und hatten aber ein gemeinsames Ziel. Und die, was man dort für das Ziel benötigt, stand halt irgendwo. Also das ist so meine Theorie, dass das hier nicht wirklich ist, sondern vielleicht nur, wie es halt sehr oft der Fall ist, eine Sache im Geist ist, ne? Aber das war so überraschend. Es ist nur eine Theorie. Vielleicht bekräftigt sie sich. Ja, doch. Da oben. Vielleicht bekräftigt sie sich, vielleicht aber auch nicht. Ist das hier warm? Okay, das ist frei beweglich hier alles. Wir können uns hier frei bewegen. Okay, hier können wir wahrscheinlich wieder was aufmachen. Nächste Tür. Nein. Da ist aber was. Warte mal, hier ist auch was Warmes. Oh, 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 oh. Ich glaube. Gott, scheiße. Oh ja. Ich glaube, das ist der andere Weg, den wir gegangen wären, ne? Wir waren jetzt bloß ein Ticken schneller. Is this another bunker? How many are there? Warte mal, Feuer, Feuer. Shivering Frostbite, Confusion, Halluzination, Feeling of Burning Alive, Death, Hypothermie. Warum hängt hier so ein Schild? Da geht's wieder runter. Ich glaube, das war hier nur ein Ring. Ja, war hier nur ein Ring. Ich wärme mich bloß auch hier oben auf, weil hier liegt auch eine Seite. Stanley can still surprise me, even after all this time. We drove out for a picnic at our tree by the ocean, but when we got there, Stanley pulled a guitar case out of the boot. I had no idea he played guitar. All afternoon we laid together in the grass under the tree while Stanley strummed and plucked away. It was grand. Then he told me to close my eyes. I told him he better not have any funny ideas, but he said he tried learning a new song just for me. After a few bars it started to sound familiar, but I couldn't stop myself from kissing him before he could finish the song. I'll let him finish it for me someday. Oh, ist ja süß. Das ist süß. So, und das wäre jetzt der Punkt. Wir wären von dort gekommen, ne? Das. Ach, das geht gar nicht anders. Wir wären hier gar nicht hochgekommen. Okay. Gut zu wissen. Also wir sind schon richtig gelaufen, damit wir den Punkt hier nicht verlieren. Aber ich befürchte, wir haben schon den einen oder anderen. Wird's hier dunkel? So, hier ist nochmal ein Bunker. Hier ist nichts weiter, ne? Wir machen uns erstmal vorher warm. Aber ich glaube, im Bunker ist es auch warm. Und hier haben wir auch alles aufgewärmt. Okay. Helvidi. You've got to be kidding me. Everything's frozen. And I'm running out of time. Okay.
Ah, okay. Jetzt haben wir das Ding hier unten nämlich angemacht, ne? Und ich befürchte, wir müssen hier hinten nochmal lang. Hier glimmt was. My face hurts from trying to smile all night. I can't blame Stanley. There's no way he could have known. He's not that cruel. He knew I was named after Beethoven's opera and just assumed that I'd be a fan. But it was my father who loved the opera. He'd blast those records into the night and stagger about with a half-empty bottle, waving it in time with the music. It was terrifying. But I love Stanley. So I gripped his hand and smiled through the entire performance. Okay, was ist da passiert? Ich mach das hier erstmal an. These pipes, they must all be connected. Ich glaube auch, dass sie alle miteinander verbunden sind. Ich will bloß mal gucken, ob da drüben irgendwas ist. Nicht, dass wir irgendeinen Hinweis verpassen. Hier sind wieder Quallen. Und zwar überall. Das ist aber nicht der Baum am See, ne? Nee, glaube ich nicht. So, ich glaube, der nächste Punkt ist da drüben. Oh. Stanley, are you there? Oh, it's so cold. I can't stop shivering. Oh, oh. My leg, it's gone numb. At least it doesn't hurt anymore. I might have fallen asleep. Oh, I thought I heard voices. I don't remember what time it is. I think it'll be dark soon. But I don't think I'll make it through the night. Oh, Stanley, you've got to stay warm. Ich versuch's. Oh, God. Hypothermia must be setting in. Man hat, im, wenn man es genau gehört hat, hat man das, dieses Geräusch, was Telefone machen, ne, gehört. Oh, bitte nicht. Das ist nur eine Pipe, da vorne ist Feuer. Du musst hier höllisch aufpassen. Oh, 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 oh. Nein! Toll. Wir müssen gleich da hoch, ne? Oder da. Ich gehe mal da hoch. Okay, zum Glück können wir das nochmal wiederholen. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Ich glaube. Toll. Toll. Hier sind Flugzeugteile. Aber ich schaff's nicht. Ich fahr gleich wieder um. Puh. Okay, dann müssen wir da direkt durch. Komm schnell. Daneben ist noch ein kleines Feuer, sieht man da, ne? Ich nehme, glaube ich, gleich das kleine Feuer. Die Entfernung ist fast identisch. Wir könnten es schaffen. Wir könnten es schaffen. Oh, bitte, 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 bitte. Oh. Was steht da? Kann ich nicht erkennen. Molly and I snuck out to a party tonight. It was in full swing by the time we got there. Meaning all the boys were bollocksed. Well, not all. We weren't there long when this beautiful lad hands me a beer and said his name was Cullen. He was tall, with bright green eyes, and he wore neon-colored runners. I asked him if it was his party. He shook his head and said that knew it was my party. Then he turned and waved his hand around like he was the great fucking Gatsby.
And the first thing we saw was Stanley Whittaker throwing up in the kitchen sink. I laughed and said he could have his party back. And we blathered for a while and we were really getting on when Stanley Whittaker stumbled over and asked Colin if he ever wore those shoes outside. And before I could tell him to fuck off, Stanley asked Colin if he knew I was the daughter of Michael O'Shea. I felt my legs go numb. Colin couldn't get away from me fast enough. Michael O'Shea. Aber warte mal kurz, man sieht es hoffentlich. Was ich sehr interessant finde, es fiel mir gerade auf. Stanley Whittaker. Sieht man ihm aus, ja. Und dann Stanley Whittaker. Nicht konsequent hier, Leute. Okay. Okay, so schnell ums Eck. Und hier hoch zum Feuer. Und wahrscheinlich oben können wir dann irgendwo die warme Luft. Oh, da ist. Oh, shit. Hail. Hagel. Okay, dann kommen wir hier gar nicht weiter. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich komme hier nicht rum. Habe ich irgendwo was übersehen? Hä? Ich muss irgendwo was übersehen haben. Aber was? Das schaffe ich nicht. Oder muss ich das da hinten ausdrehen? Schaffe ich's? Oh ja, gerade so. Muss ich hier irgendwas ausdrehen? Zumindest. Ah. Ah. Okay, wir sind wieder im Rennen. Sehr gut. Da hinten kommen wir eh nicht weiter, weil Hail, ne? Also sprich Hagel. Aber wir kommen nicht zum schwarzen Rauch von der Frau. Und das sieht aus wie ein Vulkan. So, weiter geht's. Wir müssen uns beeilen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ist hier irgendwas? Nee. Hätte sein können. Hä? Nee. Oh Gott, das werde ich nicht überleben. Hä? Warte mal, doch mal. Was habe ich hier übersehen? Hier ist ein Eisberg, aber hier kann ich bestimmt nicht hochklettern. Oder kann ich da in der Mitte zwischendurch? Ich kann hier nicht hin. Welchen Sinn hat es denn hier?
Ich komme hier. Hä? Was ist denn, wenn ich jetzt den... den Hebel da wieder umlege? Warte mal. Also den nicht. Den da zum Beispiel. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht zeitlich, ne? Wenn ich den jetzt hier wieder umlege, dann verschwindet das, richtig? Kleine Puzzleinlagen hier. Kann ich gar nicht mehr umlegen. Und was ist mit dem Ding? Kurz mal aufwärmen. Hä? Ach, guck mal. Es bleibt jedenfalls hier warm, okay? Da ist jetzt der Qualm oben. Ah ne, das ist der Hagel. Ich verstehe das nicht. Hier hinten komme ich nicht weiter. Da gibt es keinen Weg weiter. Komm, komm, renn. Ist so, als ob ich irgendwas übersehen hätte. Aber ich wüsste nicht, wo ich was übersehen haben könnte. Und da komme ich nicht weiter. Deswegen dachte ich ja, muss ich da hinten weiter, aber anscheinend nicht. Hier ist auch nichts weiter. Jetzt bin ich ein bisschen perplex gerade. Ich mach mal den Hebel wieder zurück hier. Muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Zumal das ja auch so eine Art Mehrfachverteiler zu sein scheint hier. Aber was hier weiterläuft, weiß ich nicht. Ach, warte mal. Bitte nicht. Och, nee. Nee. Ich hab das nicht für voll genommen. Aber jetzt ergibt es Sinn. Das brauche ich für den Hagel. Oh, bin ich blöd. Bin ich blöd. Komm schnell. Schaffst du. Wir sind bald oben. Da ist doch schon der dicke schwarze Qualm. Nochmal aufwärmen. Und jetzt. The door. It's working. Super. Kiss my ass, fucking island. Okay, da oben.
Bald haben wir es geschafft. Komm. Black smoke. Nearly there. Wir schaffen's. Aua. Oh, oh. Oh no. Oh Christ, what the? Oh fuck. Was? Help me. Was? Spiel. Spiel. Ich glaube, das war der Vater. Der Oshia. No. No. I was right there. What do you want from me? Tell me what you want from me. Wo sind wir schon wieder? Pull it together, Stan. The sooner you find Leonor, the sooner you can get her off this fucking island. Just find her. Wo sind wir? Okay. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin, euer Firefox.